Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Handelswoche mit einem neuen DAX-Check. In der vergangenen Woche hat der DAX deutlich an Boden verloren und auch für den heutigen Tag kündigen sich zunächst weitere Verluste an. Der DAX notiert inzwischen deutlich unter 14.000 Punkte. Wir sehen es. Schlusskurs vergangene Woche 13.761 Zähler. Jetzt sind wir nochmal deutlich tiefer erwartet. 13.519 ist aktuell die Indikation. Und hier herrscht einfach weiter die Angst vor drastischeren Zinsanhebungen sowohl in den USA als auch in Europa. Einerseits hat die EZB in der vergangenen Woche klar signalisiert, dass die ersten Zinsschritte folgen werden, dass man jetzt die Zinswende einleitet. Andererseits ist die Inflation aber weiterhin hoch, sowohl in den USA als auch in Europa. Ändert sich hier nichts, deswegen dürfte auch die Fed in den USA weitere Zinsschritte vor sich haben und hier werden jetzt auch größere Zinsschritte nicht mehr nur um 25 Basispunkte, sondern auch um 50 Basispunkte von den Notenbanken erwartet und das belastet den DAX eben. Wir sehen es, noch in der vergangenen Woche waren wir über 14.500 Punkte, doch dann innerhalb weniger Tage fast 1.000 Punkte verloren beim DAX und jetzt, wenn wir anschauen, dass wir jetzt eigentlich im Bereich 13.500 uns bereits mit der Indikation von heute bewegen. Das ist bereits im Bereich der Mai-Tiefs. Hier wäre es nun wichtig, dass wir einen ersten Boden finden, damit es nicht noch tiefer geht. Dann könnte auch die 13.000-Punkte-Marke wackeln. Dann könnten die Tiefs vom März dieses Jahres noch einmal ins Visier geraten, zumal eben die Stressfaktoren für die Börse, wie die hohen Zinsen, die steigenden Zinsen natürlich, die hohe Inflation oder die angespannten Lieferketten und der Ukraine-Krieg weiter bestehen. Deswegen jetzt erstmal der Blick auf die 13.500. Wir schauen jetzt mal auf den ersten Kurs. Zumindest etwas erfreulicher als erwartet. 13.580 Punkte, das sind jetzt 1,3% Minus. Also aktuell deutet es noch darauf hin, dass wir die 13.500 vorerst verteidigen können. Das werden wir heute im Handelsverlauf genau beobachten. Vorerst bleiben wir deshalb aber auch weiter an der Seitenlinie. Sollte sich hier dann etwas ändern, werden wir Sie wie gewohnt hier im DAX-Check oder per E-Mail informieren. Ich wünsche Ihnen trotz allem deshalb heute gute Kurse und hoffe, dass wir uns morgen zu einem weiteren DAX-Check sehen. Bis dahin.